Es geht weiter in Bloodborne. Wir sind irritiert, was Eric jetzt eigentlich macht. Aber trotzdem finden wir den Weg für die Story. Rübe, Eric hat gerade seinen Master fertig gemacht und ist jetzt in der wirklichen Welt angekommen. Der hat jetzt Verantwortung. Ob ich die jetzt schon mit einem Schlag oder mich so mit denen anlegen kann? Ja, aha. Kommt. So, da unten habe ich alles eingesammelt. Jetzt wollen wir hier mit dem Fahrstuhl fahren. Ach so, aber du machst noch den Master richtig. Du darfst die Feuerkugel gerne entzünden. Das ging mal mit der Gluckern. Ach so, aber du machst den Master. Hallo? Hm? Das sieht nicht aus, wie ich es erwartet habe. Was sieht nicht aus, wie du das erwartet hast? Das Hallo, achso. Das Kursiv. Ah. Ja, wie gesagt, ich wollte ja noch ein bisschen ein paar Sachen einstellen. Ich kam jetzt nur gerade nicht groß dazu, weil ich auch auf Arbeit viel zu tun hatte. Und da war das alles ein kleines bisschen hinderlich. Autsch. Autsch. Könnten Sie aufhören, mich zu schlagen? Dankeschön, Dankeschön. Und heil und heil. So, weiter geht es. Autsch, Autsch. Nicht schießen. Bist du des Wahnsinns, Kind? Haut euch gegenseitig auf die Omme, da bin ich voll für. Na? Wer bist du? Du schlägst mich nicht, ne? Du bist lieb, ja. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber ich danke euch trotzdem. Entschuldigung. Wir haben es geschafft und sind am Leben. Ihr seid gar nicht schlecht.
Dann habt ihr wohl auch Gascoigne erledigt. Er war nicht mehr er selbst, das musste wohl getan werden. Aber versucht euch die Hände nicht schmutzig zu machen. Eine Jägerin sollte Bestien jagen. Überlasst das Jagen der Jäger mir. Dafür habe ich Handschuhe an. Versucht eure Hände nicht überlasst. Okay. Mysteriöse, komische Frau. Kann ich das wieder aktivieren? Nee. Okay, wir gehen nochmal weiter. In den Kathedralenbezirk. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Vielleicht kennt man das noch. Ist schon was länger her, dass wir hier waren. Ja, Spinne verbirgt, bla bla. So, hoch hier. Kathedrale. Oh, hallo. Es tut mir leid, Schätzchen. Ich habe nicht... Ist okay. So, warte mal. Hier kommt, glaube ich, keiner, die pennen. Ich frage mich nochmal, nach wie viel Einsicht man die Viecher hier sieht. So, dann geht es weiter. Da sind die wieder. Ja, komm, die machen wir recht zügig. Indem ich sie verfehle. Und triff, und triff. Und triff. Ihr seid verflucht. Du bist tot. Haha, mit trockenem coolen Witz werde ich mal noch zum Actionhelden. Ah, da ist noch ein Sackmann. Warte, kann ich mich da jetzt anschleichen? Das kriegen wir doch hin, oder? Ganz langsam. Ja, wenn man wartet, bis der Bösewicht sich zu Ende transformiert, dann stirbt man halt dabei. Stirbt man nicht dabei. So. Wir gucken erstmal hier oben. Ob es hier weiterging. Wie gesagt, ich bin mir leider echt nicht mehr sicher. So, jetzt kommen die Hunde. Perfekt. Ich habe übrigens der Prinz der Drachen für mich entdeckt. Die ist echt nicht schlecht, die Serie. Kann man schön nebenbei gucken. Schöne kurze Folgen. Ist von den Machern von Avatar. Herr der Elemente. Und ja. Macht Spaß, sich anzuschauen. Ich liebe sie. Du meinst der Prinz der Drachen? Ich habe die halt jetzt erst am Wochenende begonnen. Und, ich mag vor allem den kleinen Prinz. Ich kann mir die Namen noch nicht so gut merken. Genau. Und ich finde alle Figuren so ein bisschen... Sie sind nicht so krass eintönig. Und sehr... Die Serie ist sehr divers. Schon so lange auf Staffel 4 warten. Ja, aber ich habe gelesen, dass sie halt auf jeden Fall kommt. Es geht halt nur darum... Oder die wollen halt Staffel 4 und noch mehr machen. Weil ja noch nicht alles erklärt... Ezran, genau. Weil ja noch nicht alles erklärt wurde. Wohl, so habe ich es mitbekommen. Ja, aber hier geht's doch wieder nach Altjanam. Hier wollen wir doch gar nicht hin. Ich glaube, ich muss gleich unangenehmerweise mal googeln.
glaube, 7 oder 8 Staffeln waren geplant. Ja, genau, dann gab es irgendwie Probleme mit den Autoren, hatte ich mal mitbekommen. Oder wurde mir heute gesagt, eine Arbeitskollegin hat mich darauf gebracht. Und ich hatte am Wochenende Zeit, wo Rika im Krankenhaus war, und habe ich mir gedacht, ja, guckst du dir mal an. Weil wir auch gerade mit 30 Rock durch waren und Parks and Recreations, gucke ich halt mit Rika. Wie gesagt, fange ich jetzt mal mit einer Serie an, die ich gucken wollte. Tschucks. Da oben war jetzt nichts mehr, ne? Ne, da waren wir auch schon. Ich sag ja, hier geht's nach Altjanam, aber da wollen wir nicht hin. Da waren wir ja schon. Welchen Weg haben wir denn noch nicht gemacht? Ich mag vor allem, ich finde die Charaktere von dem Zauberer. Wir haben letztens The Legend of Korra angefangen, nachdem wir mit Avatar durch waren. Wir konnten uns nach den ersten 2, 3 Folgen noch nicht wieder dazu durchringen, die Welt zu gucken. Die erste Staffel ist ein bisschen anstrengend, aber Legend of Korra macht das echt gut. Sie ist nur ein bisschen erwachsener als Avatar Herr der Elemente. Ich habe die durchgeguckt und ich finde sie wirklich gut geschrieben. Ist halt nur nicht leider jedens Geschmack, weil sie nun mal halt sehr erwachsene Themen halt auch anspricht. Also es geht nicht ums Erwachsenwerden mit Liebe und bla, das ist ja immer so ein bisschen dabei, aber um erwachsenere Themen, von wegen Unterdrückung von Nichtbändigern, dass ja nur die Bändiger immer was Besonderes sind und was ist mit denen, die nicht bändigen können, später dann wie es zu bestimmten Entscheidungen kam. Eine sehr gute Folge ist später eine Doppelfolge, in der es halt um den allerersten Avatar geht. Also wird besser. So. Leute, ich muss, glaube ich, googeln. Ich finde das doof. Unterhalten wir uns so lange, während ich jetzt nachgucken muss, wie der Walkthrough ungefähr aussieht. Weil ich habe es einfach wirklich vergessen. Moment, jetzt muss ich gucken. Warte, ich mach mich... Wie weit bist du denn? Weißt du schon, was mit der Mann aus dem Spiegel ist? Nein, ich habe nur gesehen, dass sie jetzt das erste Mal, dass er jetzt erstmal herausgefunden hat, was mit dem Spiegel ist, nach einer Ewigkeit. Staffel 2, Folge 2. Was ich... Das kannst du mir vielleicht mal kurz erklären. Ich bin ein bisschen durcheinander. In dem Vorspann haben sie ja groß von dem Krieg erzählt, wo die Menschen aus Xadia rausgeschmissen wurden. Sie haben gesagt, vor 1000 Jahren. Der König und der Zauberer haben erzählt, dass sie den großen Drachen getötet haben. Und das Ei. War das vor 1000 Jahren oder erst vor kurzem? Weil es wirkte so, als wäre das Ganze vor 1000 Jahren passiert, als der Drachenkönig getötet wurde. Warte, Bloodborne. Walkthrough. Vor kurzem. Ach so, okay, ja stimmt, habe ich mir nämlich eigentlich gerade selber erklärt, dass der Rausschmiss war vor 1000 Jahren. Dann gab es ewigen Krieg zwischen den beiden Parteien an der Grenze und vor kurzem hatten sie es dann geschafft, den Drachen zu töten und das Ei zu zerstören. Und davon hat der König und der Zauberer gesprochen. Okay. Ich beeile mich jetzt hier mit dem Durchgucken. Ich lese jetzt auch nicht, ich will nur eine Überschrift haben. Funder der Jägerabzeichen. Bloodborne Funder. Genau. Ah, okay. Walkthrough. Bloodborne Klinik Trauma. Bloodborne Zentrum Janam. Kathedralenbezirk Alt Janam. Hamburg Knochenstraße. Werkstatt der Heidenkirche. Nachdem ihr die bluthungrige Bestie im alten Jahr, dritter Weg bei der Lampe im Kathedralenbezirk plötzlich offen. Das Massivsteintor. Dahinter erreichte dann den Aufzug. Blablabla. In der Truhe gibt es. Außenrum.
Öffnet die Tür, kommt unten Teil der Stadt in der... okay, von hier geht alles links oder gerade weiter, gehen wir links entlang hinter den Paraben. Folgt dem Weg, der sich wiederum... Fahrstuhl, der euch nach oben zurückbringt. Okay, hier unten geht es nun erstmal nicht weiter, daher kehrt zurück zur Lampe. Dann sehen wir diesen Weg. Turm, hier wart ein Standardgegner, die genauso wenig ein Problem. Erstmal weiter, okay. Geht hier erstmal außer den Blutdosen entlang. Tut mir leid, das ist jetzt gerade so spannend. Aber es gehört halt auch mal dazu. Ständig sprechen euch irgendwelche... weiter geht es dagegen in Mitte, wie ihr es sicher schon geahnt habt. Geht hier erstmal außen an den Balustrade entlang, rechts in der Sackgasse, damit lädt sich dem Hinweis. Warte mal. Nach dem nun gewundener Treppe nach... Ich gucke da gleich nochmal. Ich habe nämlich noch eine Vermutung, wo ich noch hingucken kann. Nee, da müssen wir nicht hin. Wir müssen zum Kathedralenbezirk. Ich finde es nur so lustig. Alle lieben die Person im Spiegel und ich finde ihn so nervig. Vielleicht wird er später für mich noch interessant. Ich habe ja noch keine Ahnung, was es mit diesem Elf auf sich hat. Ich mag halt Esren, weil er... als Kind so schön... Klar, er ist so geschrieben, er soll ja entspannt sein. Aber ich mag ihn, weil er halt so entspannt geschrieben ist. Also, in der ersten Staffel, wo er halt erklären wollte, dass... warum Boyd Boyd ist, warum er so heißt. Und dass man das ja eigentlich nicht erzählen will, weil Boyd ja weiß, dass er Hunger hat. Anna, kannst du mir einen Gefallen tun und den... rauswerfen und bannen, sonst mache ich das gleich. Den dann auch. Okay, den Typen, den machen wir jetzt kalt. Ja, so schnell geht das nicht, ne? Danke dir, sehr lieb. So, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht. Ich fand... auch, dass die ganzen Figuren, man hätte jetzt sagen können, die Mondelfe, also die Elfe, die Illusionselfe, die da rumgeistert, nimmt sich mega ernst. Nein. Die weiß ja selber, dass sie Illusionsmagierin ist. Die wird anscheinend auch nicht so krass geschätzt. Ich guck gerade, hier war irgendwo dieses Ding, wo man das Wort wissen musste. Das war hier. Okay, das war aber nicht hier entlang. Das war weiter oben. Esrin wird noch eine starke Person. Ja, dachte ich mir. Ich fand es halt auch gut, wie er halt damit klagt oder wie er dann erzählt hat, ja, ich kann mit Tieren reden. Ihm das keiner glauben wollte. Und er meinte, ja, was war mit den Waschbären? So, ich habe da gelernt, dass man Waschbären nicht vertrauen darf. Also Esrin ist in meinen Augen gut geschrieben. Ah, da ist jetzt. Oh, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Über die heilende Kirche. Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Na, mit dem Shortcut und den Weg zum Bosskampf gehen. Ich weiß nicht, was er damit meint. Bergenworth ist ein alter Ort. Und Rayla, ja, anfangs hat sie noch viel Götter, Vorurteile, wie Menschen sein sollten. Sollte jedem Jäger bekannt sein.
einst entdeckt. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass sie sich da ein bisschen umentwickelt. Sie traut halt Menschen im Allgemeinen noch nicht, aber... Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat ja die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich muss sagen, Rayla ist so ein bisschen die Figur, die mich gerade am wenigsten interessiert. Es gibt noch etwas, das ich euch erzählen möchte. Eine kleine Weisheit, des einst betrug ein Gelehrter seine Kollegen in Bergenworth und nahm verbotenes Blut mit nach Schloss Kanehurst. Dort wurde der erste der unmenschlichen Ekelblüter geboren. Die Ekelblüter sind teuflische Wesen, die die Reinheit der kirchlichen Blutheilung bedrohen. Das Oberhaupt der Ekelblüter ist heute noch am Leben. Und um den Wunsch meines Meisters zu ehren, bin ich auf der Suche nach dem Weg zu Schloss Kanehurst. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Verstehe ich. Ich finde sie auch relativ langweilig geschrieben. Ja, sie ist halt... sie ist halt die starke Frauenfigur, die halt da immer mit drin sein muss. Was ich halt... mich stört es. Nur so ein bisschen... stark und arrogant zu sein, sorgt jetzt nicht dafür, dass es interessant ist. Warte, gib sie mal. Ich hab sie. Guck mal. Dann von der. So. Anna ist auch da. Dich hört nur keiner. Ha, ich hab das Passwort gewusst. Hallo, Rika. Wuhu. Ja, man hört mich bestimmt durch dein Mikro. Ein bisschen. Ja, klar. Die Kaninchen waren draußen im Garten. Anna, übrigens, der Prinz der Drachen ist von den Machern von Avatar. Ich finde den Stil auch ganz cool. Ich finde nur manchmal die Framerate ist nicht die beste. Habe ich mitbekommen. Ah, okay. Ich habe den Weg gefunden, wie es weitergeht. Ich bin stolz auf mich, ohne euch. Habe ich ganz alleine geschafft. Der verbotene Wald. Oh, ja, sorry, danke. Na, immer bringt die Frauen durcheinander. Die Cam. So. Ihr müsst auch gleich, da ist eine Lampe. So, wir müssen alle Hallo sagen. Dann gib ihn mir aus dem Off und wir zeigen unseren Teddybären. Das ist unser kleiner Wuschel. Der verteilt jetzt hier noch mehr Haare als Rika. Huhu. Die fliegen überall. Jojo. Ein Herz von Rübe. So, dann geht's weiter. Hinter mir. Ach, da oben. Du triffst
keinen einzigen Wurf. Und die Kaninchen so, was passiert hier? Nee, die Kaninchen so, ich beiß dir nachher den Kopf ab, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt. Bring mich in meine Gemächer, Diener. Die kleine Schwarze ist die, die immer zum Tierarzt muss. Das ist die, die den bösartigen Tumor hatte. Und den Abszess am Auge. Okay, wir wollen aber erstmal den anderen Weg angucken, ne? Und heil. So. Weiter geht es. Ich habe aber schon beschlossen, wenn ich jetzt hier Bloodborne durch habe, deswegen versuche ich mich gerade ein bisschen zu beeilen, mache ich dann erstmal Pause, bevor ich die DLCs mache. Und hier ist irgendwo ein Dicker. Und mache danach dann erstmal was anderes für mich. Dann, Rübe, ich weiß ja noch nicht, ob du es schon mitbekommen hast, wird wahrscheinlich irgendwann Anna hierher kommen. Und dann spielen wir gemeinsam Sekiro. Den kriege ich so jetzt nicht kalt. Ah, falscher Moment zum Heilen. Na. Na gut, das kriegen wir gedeichselt. Ja, ja. Lad, lad. Ah, okay. Er hat sich gemerkt, dass ich hier war. Dann den da. Ich sollte nicht ganz so forsch in die reinrennen. Kommen Sie her, junger Mann. Sie haben da was verloren. Ich gebe ihm das mal kurz wieder. Leider nicht. Nee, hatte noch nicht mitbekommen. Schön. Genau, und dann wird es so wie mit Erik. Ich sitze dabei, mach dumme Sprüche. Und Anna versucht, den letzten Boss zu legen. Ich schaff's nicht, ihn... Das wollte ich. Wissen des Verrückten. Experten Blutedelstein. War hier noch irgendwas? Ne, nur noch das. Ein Jäger ist niemals allein. Okay. Danke dir. Ach, Anna, jetzt wo du gerade dabei bist und wahrscheinlich nebenbei lernst und nur so halb zuhörst. Hättest du denn Lust, bei sowas wie eine Runde Dying Light mitzumachen? Oder sowas ähnliches. Ich bin eher mehr der Fan von Freitag der 13., aber so diese Gruppen Escape Games mit einem Monster. Weil ich bin gerade dabei, mit Lisa zu überlegen, was wir noch spielen. Jetzt, wo wir mit Conan dann so ein bisschen fertig sind. Bin kurz weg, geht klar.
Und wir sind jetzt gerade dabei, rauszutüfteln, was wir jetzt noch spielen wollen. So. Also tut mir leid, das hier sieht doch schon nach Falle aus. Sagte ich doch. Gut, ich wusste es ja auch. So, wo geht es denn jetzt weiter? Da ist noch jemand. Dann machen wir das mal den, der da ist. Na, okay, das hat nicht ausgereicht. So. Hier sind dann also ein paar Leute. Aber wie es hier durch diesen Wald weitergeht, schauen wir uns doch dann einfach in der nächsten Folge an. Bis dann und tschüss.